Welcome to the world of kart racing. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play von Project Cars. Und wir haben eine neue Karriere gestartet, und zwar, wie ihr seht, die Karts, ja. Ich habe das letzte Mal leider einfach mal in der falschen Karriere angefangen. Ich wundere mich gerade, dass man die gar nicht starten kann hier. Runde 1 Sprintrennen, Hauptrennen. Sprintrennen, Hauptrennen, okay. Wir machen erstmal das Sprintrennen. Achso, teilnehmen. Glencairn East. Vereinigtes Königreich. Länge nur 300 Meter, aber dafür 14 Kurven. Kartfahren bin ich nicht so gut. Das habe ich schon mal in Gran Turismo eine Zeit lang probiert. Das ist, das könnte jetzt ein bisschen peinlich werden. Ich werde die Folgen auch am Donnerstag, also heute, mit zusätzlich veröffentlichen zu den anderen beiden Folgen. Und dann kommen hier eben ein paar mehr Folgen von Project Cars. Ich glaube, ihr seid auch nicht böse. Oh, ich bin bei Platz 6. Mittelmäßig bewölkt. Achso, fahren. Das bin also ich. Okay. Ah, die Karts sind natürlich wahnsinnig schnell. Boah, und die Strecke ist natürlich auch sehr, sehr klein. Uiuiuiui. Alter, ernsthaft? Gib doch mal Gas! Mit deinem Rasenmäher. Okay, ich darf nicht so auf Kollision aus. Okay, hier habe ich erstmal auf der Strecke geschubst. Okay, da muss man sich erstmal richtig krass dran gewöhnen gerade. Also ich bin ja überhaupt... Wow. Ich bin noch nie, auch privat, noch nie Kart gefahren. Also ich habe mit Kart überhaupt keine Ahnung. Die fahren sich ja richtig übel. Boah, da wird einem ja schlecht. Ja, super. Danke. Ah, wieso fährt er... Ey, ich... Was war das denn gerade für eine Aktion? Ich fahre nach rechts und er fährt nach links. Also ich lenke nach rechts und... Ah, vierter Platz nur. Komm, das probieren wir nochmal. Ja, das ist schade, dass es da kein Training und kein Qualifying gibt. Das war ja erstmal dafür, dass ich noch nie Kart gefahren bin, komme ich eigentlich, war es eigentlich ein vierter Platz. Gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Und da wäre dann... Jetzt sind wir schon auf dem dritten. Jetzt haben wir aber noch keine Scheiße gebaut. Die werden definitiv gleich noch Scheiße bauen. Das ist ja schon vorprogrammiert bei mir. Ah, die Dinger fahren sich wie Go-Kart. Oh, das ging aber gut. Weil man darf ja auch nicht wirklich Vollgas geben. Die Dinger haben auch einen unwahrscheinlichen Bremspunkt. Also wenn du bremst, dann stehen die auch fast schon. Ah, nein. Siehst du, ich werde Scheiße bauen. Das habe ich doch gesagt. Ah, Scheiße. Die muss ja erstmal unter Kontrolle kriegen wieder. Komm. Nein! Wieso? Das machen wir nochmal. Jetzt wollte ich wieder ein bisschen zu viel. Ist ja erlaubt. Darf man ja.
ich wollte mir jetzt nicht reinknallen, man hat natürlich wieder gleich die Rundenzeit verloren. Ach Mann, dass er sich immer gleich so, oh, das ist doch zum Kotzen, dass er sich immer gleich so aufbäumt und verhakt. Ich kann nichts mehr machen dann. Mann, das nervt mich gerade. Also das mit dem Lenkrad zu spielen ist bestimmt heftig, weil da muss er so schnell die ganze Zeit Lenkeinschläge machen. Ah, danke. Danke. Ich schmeiß gleich eine Banane. Oder einen Pilz. Ah, wo sind die Pilze, wenn man sie mal braucht? So, dich da vorne kriege ich auch noch. Ich würde mal gerne einen Pilz werfen. Wann kommen denn endlich diese Pilzdinger? Hallo? Oder eine Banane? Boah, scheiße, jetzt bin ich erstmal... Ah, fahr doch mal! Warum... Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass er da nicht mehr fährt. Mann, das regt mich gerade auf. Das regt mich gerade richtig auf. Nein, ich habe verlassen gedrückt. Ah, oh, fuck, wie doof bin ich denn? Aber warum fährt denn der denn nicht mehr? Da gibst du Gas und dann du hörst nur den Motor und der bewegt sich keinen Millimeter fort. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich verlassen gedrückt. Mann. Sprintrennen, machen wir nochmal. Achso, teilnehmen. Ah, ich freue mich aber schon, wenn dann morgen dann die Server auch richtig freigeschaltet werden. Und dann kannst du dann online auch so richtig schön zocken. Also die Server sind ja eigentlich schon online, habe ich gerade gesehen. Das ist eigentlich Schwachsinn, was ich gerade erzähle. Ich habe nichts gesagt. So, fahren. Oh, jetzt habe ich einen anderen. Alles umgezogen. Ist er da vorne? Mit dem schwarz-gelben. Danke. Das hätte ich mir bei Drive Club manchmal ein bisschen gewünscht, dass man da die KI so ein bisschen runterregeln kann. Ganz am Anfang konnte man das übrigens auch, dass man die KI so ein bisschen einstellen konnte. Und dann mit dem ersten Patch ist das nämlich rausgenommen worden, komischerweise. Konnte man so ein bisschen die KI runterregeln. Na, zu weit raus. Hinter mir ist natürlich gleich wieder... fuck. Das war wieder dumm. Nicht meine Lieblingskurve da. Was? Ah, ich habe den ersten Platz gemacht. Gut. Uiuiui, das war schon. Eine Runde. Yay! Das wollte ich doch nur. 3,5 Sekunden Rückstand. Ach ne, gar nicht. 300. 300. 300. 300. Gut, dann weiter. Weiter. Weiter zum zweiten Rennen natürlich. Zweites Rennen. Ah, ich gehe als erster ins Ziel. Alter, wie weit außen startet der denn? Ich sehe gerade gar nichts. Diese Karts sind echter Hammer. Du kannst, darfst ja auch nicht mit Vollgas durchbrettern, da verlierst du sofort die Kontrolle. Gibt es ja auch irgendwo Sprungschanzen, wo man dann so abspringen kann mit Fallschirm oder mit Segelflieger. Ich sehe nichts.
Fuck. Ach, scheiße, Rundenzeit abgezogen bekommen, ja super. Danke. Oh, wir sind schon in der zweiten Runde. Ah, jetzt überholt er mich. Nee. Der ist doch direkt hinter mir. Ich höre den doch direkt hinter mir. Dritte Runde. Ah, diese scheiß Sonne. Ah, nein. Nein! Ha! Warum gibt er denn kein Gas? Warum gibt er kein Gas? Warum gibt er kein Gas? Die sind gar nicht hinter mir, die Shirty, die einfach nur auf der Gegenfahrbahn vorbeifahren. Ich hab sogar ein bisschen Abstand rausgefahren. Wie ging das denn? Ich hab gedacht, die hängen mir direkt hinter der Stoßstange drin. Jawohl. Okay, das war einfach. Na gut. Weiter. Weiter. Yay, zweimal gewonnen. Schnellste Zeiten. Einmal im ersten Rennen habe ich eine schnellste Zeit gemacht. Jawohl, weiter. Achso, das war's schon. Das war's schon. Na, dann machen wir doch nochmal glatten Rennen hinterher, würde ich sagen. Bin gerade noch bei 12 Minuten. Wenn ich beim ersten Rennen nicht so abgekackt wäre, wären wir jetzt gerade mal vielleicht bei 6 Minuten. Ich möchte nicht autorisieren, aber könnte das der Beginn von etwas Großem sein für Sascha? Ich finde ja die Posting ist da ganz lustig. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch die zweite Folge hochladen. So. So, die erste Folge ist schon hochgeladen. Und geht gleich weiter. Gut. Zweite Folge lädt auch hoch. Ah, dauert nur knappe anderthalb Stunden. Gut, Kalender. Warum kann ich denn das nicht fahren? Ah, das sind andere Rennstrecken. Ah, das sind andere. Ah, okay, das sind die LMP, die wir vorhin gefahren haben. Okay. Ja gut, dann fahren wir nochmal das Rennen hinterher. Gibt wieder zwei. Zwei von drei Sprintrennen. Warte mal. Das haben wir doch eben schon gemacht. Haben wir das nicht eben schon gemacht? Okay, machen wir nochmal. Ich glaube, wir haben das eben schon gemacht. Mal die KI immer hochschrauben. Ah ne, gut, das ist 0,28, das ist kürzer, das ist eben mal 0,319 Kurven. Oder weniger Kurven, kürzere Strecke. Aha, Ladebildschirme sind wieder echt der Hammer. Wieder nur am vierten Platz. Und Nebel. Ja, typisch englisches Wetter. Und diesmal in Grau. Da vorne sitzen zwei Zwillinge. Verlinge. Meine beiden Brüder gleiche Anzüge. Aber eine andere Strecke jetzt. Also das ist die gleiche Strecke, aber eine andere Streckenführung. Nein! Oh, nee, komm, das machen wir gleich nochmal. Das machen wir noch gleich nochmal. Und dann wird es vielleicht doch eine längere Folge. Aber ich muss sagen, so grafisch, was ich so links und rechts sehe, haut es mich jetzt nicht so vom Hocker. Da war Drive Club wesentlich schöner. So Pseudomenschen, die da stehen. Ja, abgekommen, danke.
schön innen überholt. Ah, komm, ich war da mit einem halben Moped noch auf dem... schön, zweiter Platz. Ich war da mit einem halben Moped noch auf der Straße. Wir waren nur ein bisschen draußen. Ja, komm, das akzeptieren wir jetzt mal. Machen wir noch das Rennen hinterher. Na, starte ich vom zweiten Platz. Danke! Ah, kriege ich schon mal wesentlich... ich sehe nichts. Wesentlich besser hin als in Gran Turismo 6, muss ich sagen, weil da habe ich Kartrennen überhaupt nicht hingekriegt. Habe ich echt Probleme mit gehabt. Oh, wir haben schon wieder ein bisschen Vorsprung. Ah, ich glaube, die muss die KI doch nochmal ein bisschen hochschrauben. Ich habe jetzt schon auf 50... geschraubt, was immer das für eine abbekommen, was immer das für eine Einheit ist, Maßeinheit. Da muss man die KI doch mal ein bisschen besser noch machen. Das ist ja schon echt lachhaft. Ja, so gut bin ich definitiv nicht. Besser, dass die KI einfach schlecht ist. Keine Gummiband-KI, da kannst du wirklich gut im Weg fahren. Muss ja mal schauen, mit welcher Kampagne ich dann fortfahre, ob ich dann, ja super, das war's schon. Oh Gott, das waren jetzt 3 Minuten, 4 Minuten. Ich muss dann natürlich mal schauen, mit welcher Kampagne ich jetzt natürlich jetzt fortfahre. Nehme ich jetzt die LMP-Kampagne, nehme ich die Kampagne. So ganz habe ich es auch noch nicht verstanden, wie es dann weitergeht mit den Kampagnen. Das muss ich mit der Easy, muss mir das nochmal erklären, der hat sich damit mehr beschäftigt. Zweiter Platz, erster Platz, ja, können wir gut. Dieser Jörg ist echt gut. Gefällt mir. Weiter zur Karrierezentrale. Aua, Knie gestoßen. Ich muss mir da mal noch einen Überblick schaffen. Im Moment fahren wir ja einfach nur mal alles. Wir können mal jetzt noch eine Folge machen mit freien Fahren. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns hier mal, weil das ist jetzt eine 20-Minuten-Folge. Das passt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, die werden wir auch noch am Donnerstag raushauen, wird es mal irgendwas Freies geben. Ich muss mal gucken, was wir dann nehmen können. Zeitfahren. Okay, können wir... Ah, hier können wir die... Ah, okay. Wir werden noch mal ein bisschen Zeitfahren machen. Gut, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!